Herzlich willkommen zum Pressegespräch mit Neven Subotic. Danke auch dir, Neven, dass du dir die Zeit nimmst. Ich beginne gleich mit den Fragen. Du hast am Montag deinen Vertrag unterschrieben, bist am Dienstag ins Training eingestiegen. Wie sind deine ersten Eindrücke vom Verein, den neuen Teamkollegen und vom Umfeld hier in Altach? Ja, vorneweg möchte ich euch auch einfach mal ganz persönlich begrüßen. Ich glaube, wir haben uns noch nicht gesehen. Es ist ja auch eine besondere Zeit, in der wir leben. Wir werden in den nächsten Tagen, Wochen und auch Monaten ein bisschen enger miteinander zusammenarbeiten und ein bisschen voneinander auch abhängig sein. Das natürlich euch da ganz lieb zu begrüßen. Ich habe schon sehr liebe Worte gefunden, die über euch gesagt wurden. Also die Fläche in der Lounge ist dann nochmal was anderes, als man vielleicht zum Teil auch gewohnt ist in der wilden Welt des Fußballs. Da freue ich mich, da auch eben mit euch zusammenzuarbeiten, weil eben diese Komplimente so sonst unüblich sind. Ja, und das meine ich im positivsten Sinne. Um die Frage zurückzukommen, ich kam hier am Montag an, habe trainiert, Dienstag glaube ich dann direkt auf zwei Einheiten und alles war für mich neu, aber zum Teil auch alt. Ich war ja schon mehrfach in Altach im Stadion und damit eine gewisse vorhandene Nähe dabei gewesen, also rein von der Örtlichkeit her und vom Menschlichen her war es auch mit einer der Gründe, wieso ich mich für Altach entschieden habe. Denn das hat schon damals gepasst, als ich mit Christian, dem sportlichen Direktor, sowie mit Alex Pastore, dann dem Trainer, zusammengesetzt habe und gemerkt habe, das passt, das ist seriös, das ist aber auch menschlich respektvoll und auch wertschätzend. Das ist auch eine Basis, die ich benötige, um meine Arbeit durchzuführen. Und eben, das hat sich auch wieder gespiegelt, nicht nur auf dieser Chefetage, sondern auch auf der Mannschaftsebene. Ich wurde direkt sehr, sehr begrüßt und das hat mich gefreut, weil man auch sieht, die Kollegen haben eine Freude darüber, nicht nur irgendwie mich zu sehen als Spieler, sondern auch jetzt im eigenen Kreis zu haben. Und für mich war es in der Hinsicht das perfekte Ankommen, auch gepaart mit dem Training, wo ich dann auch zum Teil momentan einsteigen konnte. Doch was ich von der Liga bisher war auch eben sehr, sehr positiv, was ich auch im Vorfeld, bevor ich die Entscheidung getroffen habe, getan habe, ist, mich mit der Mannschaft etwas auseinanderzusetzen, zu gucken, wie sie spielen, wie das auch im Einklang ist mit dem, was der Trainer versprochen hat. Und auch da habe ich einfach sehr motivierte Jungs, vor allem auch ein paar Männer dabei, eben dann persönlich kennenlernen dürfen, was mir auch dann nochmal das Ganze begreifbar gemacht hat. Und drumherum, oder was heißt drumherum, das ist ja ein amerikanischer Begriff, aber im Ganzen war das ein sehr, sehr rundes und eben sehr gutes, perfektes Ankommen für mich. Und ich habe mich vom ersten bis zum letzten Moment sehr wohl gefühlt. Neven, du warst Ende des letzten Jahres, warst du ja noch verletzt, bist du jetzt im Aufbautraining. Wie weit bist du schon und bis wann solltest du voll fit sein? Ich habe die letzten Wochen Aufbautraining gemacht und momentan bin ich in der Integration, in das Mannschaftstraining. Ich habe jetzt auch in dieser Woche schon große Teile des Mannschaftstrainings mitgemacht. Der nächste Schritt ist dann in der kommenden Woche direkt und auch komplett in das Mannschaftstraining einzusteigen, in der Hoffnung, dann innerhalb der nächsten zwei Wochen auch komplett spielbereit zu sein. Alles klar, dann übergebe ich das Wort den Journalisten. Eure Fragen bitte. Darf ja, ich vielleicht anfangen? Entschuldige, Andi, du hast vor mir. Ich danke, Christian. Hallo, servus, Neven, Andreas Blum vom ORF, vom österreichischen Fernsehen und Radio vom Öffentlichen. Vielleicht nochmal kurz auf deine Ausführungen hin. Du hast gesagt, ein, zwei Wochen spielfit, das heißt also die kommende Woche mit diesem Duell am Mittwoch gegen die Admira, das kommt definitiv für dich noch zu früh.
Ja, nach dem aktuellen Stand wäre das leider zu früh. Denn für mich und auch für die Mannschaft und die Vereinsführung ist klar, dass es nicht darum geht, die Frage zu beantworten, wie schnell kann ich spielen, sondern eher, wie viele Spiele kann ich bis zum Ende der Saison noch machen. Und mit der entsprechenden Vorsicht gehen wir an dieses Ziel auch heran. Okay. Dann darf ich vielleicht fortsetzen. Hallo Neven, Christian Adam von den Vorarlberger Nachrichten. Danke für deine Worte. So sind wir auch noch nicht begrüßt worden. Stimmt. Wobei Einführung oder deinem ersten Satz hat mir vielleicht etwas gefehlt. Du hast gesagt, für die nächsten Wochen, Monate bleibt noch Jahre zusammenarbeiten. Ja, aber die Frage, die ich stellen möchte, ist eigentlich, wir haben auch dich schon öfters beobachten dürfen im Stadion in Altach, im gelb-schwarzen Dress. Wenn ich damals auf dich zugegangen wäre und gesagt hätte, das wird dein Heimstadion für ein paar Monate jetzt zumindest, was hättest du mir geantwortet? Ich bin eher der Typ, der nichts für unmöglich hält. Also ich weiß, dass ich in manchen Teilen meines Lebens komplett Entscheidungsmacht habe. Ich weiß, dass in anderen das Leben ein buntes Abenteuer ist. Ich war ja jetzt auch schon in anderen Ländern in den letzten Jahren unterwegs, in anderen Mannschaften außerhalb von BVB. Ja, das gehört auch einfach dazu, zu einer Karriere. Ich hatte auch mit Verletzungen zu kämpfen. Und deshalb hätte ich sehr, sehr wahrscheinlich gesagt, ich weiß es nicht, stand jetzt, ja, aber wenn es in den Sternen ist, dann steht es in den Sternen, dann werde ich das Beste draus machen. Und nun ist es eingetroffen und mein Mindset ist dann auch immer der gleiche. Ich bin hier, ich bleibe jetzt auch hier. Und für mich gilt einfach nur die Frage, was kann ich aus dieser Geschichte machen? Denn momentan ist es ein Kapitel in meiner Lebensgeschichte, die geschrieben wird, Tag für Tag, Stunde für Stunde. Und für mich gilt es, daraus kein Kapitel draus zu machen, auf den ich nicht später stolz sein würde, sondern ganz im Gegenteil. Ich möchte auf diese Zeit in 10, 15, 20 Jahren zurückblicken und sagen, hier bei Altach, das war nochmal eine geile Saison, die wir gespielt haben. Nee, wenn so jemand wie du nach Altach kommt, dann stellt sich natürlich jeder immer als erstes die Frage, warum macht er das? Es ist wohl kein Geheimnis, dass du andere Möglichkeiten auch hättest, die voraussichtlich auch finanziell lukrativer sind. Wenn man jetzt deine Vita kennt, ist es aber, glaube ich, auch glaubwürdig, dass du sagst, das Finanzielle ist für dich nicht das Einzige, das zählt. Was waren jetzt, abgesehen davon, dass du mit Christian und Pastor gute Gespräche und eine gute zwischenmenschliche Basis offenbar gefunden hast, was ist dein Ansporn, diese Herausforderung hier in Altach anzunehmen? Also wie gesagt, für mich, ich möchte nicht so tun, als wäre das Menschliche unwichtig, sondern ganz im Gegenteil, auch in den letzten Jahren ganz besonders habe ich nochmal gemerkt, wie wichtig es ist, in einem Umfeld zu sein, der mich fördert und fordert. Und das ist eben hier nach meinem besten Wissen tatsächlich auch der Fall. Also das möchte ich nochmal unterstreichen. Aus nochmal professioneller Sicht, also wo man auch irgendwie Zahlen dahinter stellen muss, was Siege betrifft vor allem, ist sicherlich die Herausforderung mit der Playoff-Phase, dass man selbst, wenn man diesen aktuellen Tabellenplatz Nummer hat, und die Ausgangslage Stand heute enorm schwierig scheint, daraus noch eine großartige Saison zu machen. Die Möglichkeit ist noch da. Ich weiß, dass ich, als ich beim Gespräch mit Alex und Christian gesprochen habe, für mich auch deutlich wurde, wir spielen hier, also um eine Metapher zu finden, wir spielen Dart. Wir können gleichzeitig eine Triple 20 werfen und ein Millimeter daneben ist die Triple 1. Also es ist noch sehr viel drin und das Potenzial ist riesig. Wie gesagt, die Bedingungen, auch was die Mannschaft betrifft, die sind da. Ich habe wirklich sehr motivierte Jungs gesehen, die ackern. Und das ist schon mal eine gute Voraussetzung, denn Leute zu motivieren ist manchmal schwierig, ja, das zu tun. Doch wenn es darum geht,
nicht etwas Großartiges zu verändern, sondern ein Meter hier, ein Meter da, das ist auch ganz häufig der Weg zum Erfolg, die richtigen Entscheidungen zu treffen, richtig zu stehen und auch eine eher systematische Anpassung oder kleinere Rädchen zu drehen. Und wenn sich das dann durch ein Spiel in mehreren Zweikämpfen, mehreren Momenten eben dann manifestiert, dann hat man im Aggregat dann auch einfach nochmal eine höhere Chance, so Spiele zu gewinnen. Und ich glaube, dass für diese Zielsetzung und das Format an sich wir auch die richtigen Inputs haben. Die sind schon vorhanden. Ja? Jetzt müssen wir das nur noch dran schrauben. Und das ist das Interessante für mich, weil ich weiß auch, dass der Verein jetzt mich nicht geholt hat für allein meine spielerische Fähigkeit und ich soll nur meinen Job tun und das war's, sondern vor allem auch, um den jüngeren Spielern auch als Leitbild zu dienen. Einerseits können sie das als Orientierung nehmen, was ich tue. Ich kann ihnen helfen, so wie mir früher andere Spieler geholfen haben, die Karriere zu finden, bestimmte Fehler zu analysieren und daraus auch die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und auch diese Aufgabe an sich ist in diesem Kontext sehr, sehr reizvoll für mich. Neven, du hast es jetzt angesprochen, das war so ein bisschen mein Hintergedanke, dass doch sehr viel erwartet wird, auch mit deinem, aufgrund deines Namens und eben die Führung eines Teams. Und es ist ja im Fußball oft einmal so, dass zwischen Erfolg und Misserfolg sehr oft der Kopf entscheidet. Weil du sagst selber, die Mannschaft ist willig, sie trainiert gut, das hören wir jetzt schon über Wochen, über Monate. Letztendlich auf dem Platz fehlt dann immer so dieses letzte, was halt oft mit dem Kopf zusammenhängt. Wo kann man da als Routinier, wie du einer bist, das darf ich sagen, mit 32 Jahren ansetzen? Bist du ein Typ, der dann auch die Spieler hernimmt und sagt im Training, hey Junge, mach das mal so oder wie soll man sich das vorstellen? Ja, also für mich gilt es und wir hatten heute eigentlich eine super Möglichkeit dazu zu gucken, ja, was läuft denn nicht? Also wo geht es denn immer wieder mal schief oder wo gibt es Optimierungspotenzial, um das vielleicht noch ein bisschen positiver auszudrücken. Einerseits dieses zu erkennen, weil es normal ist, wenn man tagtäglich spielt, Woche für Woche, man versucht zu machen, ja, aber man ist in diesem Konstrukt drin, es fehlt so der äußerliche Blick. Einerseits ist das auf die Mannschaft bezogen, aber dann den Mannschaftsfokus und das, den Blick vor allem auf die Mannschaft, das hat der Trainer und der Trainer gibt den Plan vor und wir alle müssen diesen verfolgen. Ich glaube, was ich dazu beitragen kann, ist sicherlich, dass wenn der Trainer sagt, wir wollen offensiv sein, wir wollen pressen, dann auch tatsächlich im Spiel die Spieler zu leiten, weil dadurch, dass ich Innenverteidiger bin, habe ich das ganze Spiel vor mir und manchmal sieht ein Spiel ganz anders aus auf dem Fernsehen, als es sich das auf dem Platz anfühlt. Und auf dem Platz habe ich, glaube ich, ein gutes Gefühl für, wo die Leute stehen müssen, damit wir Risiken schützen, damit wir bereit sind, falls jemand den Ball verliert, dass wir dann auch direkt da sind, dass das nicht zu etwas Schlimmerem führt, ja, dass der Gegner dann viel weiterläuft oder es so einfach ist, auf das Tor zu kommen. Und für mich gilt es dann in dieser Linie nicht nur selbst das durchzuführen und zu sagen, steh mal einen Meter rechts, steh mal einen Meter links, weil der wird dann vielleicht nicht verstehen, wieso ganz genau, sondern tatsächlich dieses Wissen auch zu übermitteln. Und das Wissen ist verbunden mit einer konzeptionellen Erklärung, wieso das wichtig ist. Also wieso soll der einen Meter rechts oder links, wieso soll der einen Meter nach vorne oder nach hinten oder wieso soll er auf etwas achten?
weil sich daraus die Fähigkeit des Spielers entwickelt und das nicht bedingt ist an eine Situation in dem Spiel, sondern wenn man einmal die Prinzipien versteht, dann kann man diese Prinzipien in alle Situationen ansetzen, ja, und anwenden. Von daher versuche ich da, also nicht nur unmittelbar für diesen einen Moment im Training oder diesen einen Moment im Spiel eine Lösung zu finden, das tue ich auch, aber dann vor allem auch in Ruhe dem Spieler zu erklären, worauf zu achten ist, weil Fußball an sich nicht so schwer ist, ja, bis man in die Details kommt und dann auf einmal einem bewusst wird, die Entscheidung, die er bewusst oder unbewusst trifft, auch Konsequenzen hat. Und diese Konsequenzen einfach mal aufzuzeigen, ist schon, glaube ich, für viele Spieler nochmal der Schritt, den sie benötigen, um weiter zu denken und auch nochmal eine gewisse Tiefe in dem Spiel zu entdecken. Also nicht nur auf das Spiel schauen, als da ist der Ball und ich stelle mich hier hin, weil hier stehe ich schon die letzten 10 Jahre, sondern auch zu gucken, ja, wenn ich mich woanders hinstellen würde, welche Konsequenz hat das? Oder wenn ich mich da hinstelle, welche Konsequenz hat das? Also es ist strukturell, weil man auch mit einer guten Struktur und selbst, was nicht bei uns zutrifft, selbst mit einem nicht der besten Mannschaft der Welt, ja, mit einer guten Struktur kann es schon verdammt schwer sein, diese Mannschaft zu schlagen. Und zum Glück haben wir auch, wie wir heute auch gesehen haben, gute, sehr, sehr auch kreative Spieler, die auch offensiv nochmal was sehr Positives sagen. Da muss ich sagen, offensive Kreativität, ja, ist nicht meine Stärke. Ich bin Verteidiger, ich weiß, wo der linke, rechte und der Sechser und der Achter vielleicht stehen müssen und was ab und zu mal gut wäre von dem Stürmer, aber jetzt die Spielzüge nach vorne, ich glaube, da sind die Leute schon kreativ genug und da hat natürlich auch der Trainer seine Pläne. Hast du das heutige Testspiel gewonnen oder verloren? Ich habe ja nicht gespielt, aber im Endeffekt, wir haben gewonnen, weil wir gegen uns selbst gespielt haben. Ja, ja, das weiß ich schon, aber ein Spieler will immer gewinnen, oder? Ist egal. Ja, so ein Spiel sollte man immer gewinnen, das, das gilt. Und für mich war es auch schön, das nochmal jetzt live zu sehen. Klar, ist, auf dem Fernseher hat man nochmal andere Bilder, aber dann auch mit der Atmosphäre und wie sich so ein Spiel entwickelt, war das nochmal sehr hilfreich für so diese für das Verständnis, weil auch nicht jedes Spiel gleich ist. Ich würde jetzt nicht von einem Spiel extrapolieren zu einer Generalisierung der Problematik, sondern ich muss ja auch Respekt davor haben, dass die Mannschaft so agiert, wie sie agiert und vielleicht stecken da Sachen dahinter, die ich erst in der zweiten, dritten, vierten Woche dann verstehe oder kennenlerne. Also es ist auch ein, es ist nicht einfach. Ich meine, sonst gäbe es viele Fachleute da draußen und der Fußball würde ganz anders laufen. Das ist eben schon eine komplexe Sache. Vor allem, es gilt ja einerseits eben diese Mannschaftsperspektive zu haben, aber dann auch in der Mannschaft gibt es 25 einzelne Schichten, einzelne Spieler. Manche sind neu, manche sind gesund, manche haben private Sachen. Ne, es ist vieles, manche beginnen mit der Entwicklung, manche entwickeln sich nach oben, manche nach unten. Auch das gilt es dann auf so einer persönlichen Ebene irgendwie auch aufzufangen. Wenn ich dich persönlich fragen darf, weil der Kollege schon deine Vita angesprochen hat, die ist ja mit vielen Höhenpunkten gespickt, aber du hast auch Tiefschläge, was jetzt Verletzungen betrifft, vor allem einstecken müssen. Was waren so prägende Momente für dich bislang? Prägende Momente? Sowohl also, positiv als auch im Negativen? Ja, positiv mit Sicherheit die deutsche Meisterschaft. Da auch primär die erste, weil das also sehr überraschend war. Keiner hat auf uns gewettet, nicht mal wir selbst, sondern wir haben aus einer guten Mannschaft einen legendären Erfolg erzielt. Und ich glaube, dafür sind wir diese Konstellation auch einfach bekannt, auch Jahre weg. Dann als Negativerfolg,
ich sag, ähnlich damit verbunden ist sicherlich dann so der Verlust in der Champions League-Finale, wo wir nah dran waren in der ersten Halbzeit, dann auch Möglichkeiten hatten in der zweiten, ja, in den letzten Minuten das Spiel dann noch aus der Hand gegeben haben. So nah an etwas Greifbarem zu sein, ist und dann es nicht zu haben, ist schlimmer als nicht mal so nah dran zu sein. Ja, also vom Schmerz. Und natürlich auch, wie du auch schon sagtest, so die Verletzungen, die dann gekommen sind, so das sind ja, das ist einfach schade im Endeffekt. So, ich traue da jetzt nicht hinterher, was wäre, wenn, so klar, also sonst müsste ich einfach nur sehr traurig durch die Welt laufen. Und das tue ich nicht. Ich frage mich eher, was kann ich mit der Erfahrung, die ich gemacht habe, auch tun für andere Leute, die vielleicht jetzt momentan oder in der Zukunft das Gleiche durchgehen würden und damit ja, nicht mich in den Vordergrund stellen, sondern eigentlich den Beitrag, den ich leisten kann zur Spielerschaft, zur Spielergemeinde daraus. Ja, Elrit? Elrit Seist von der Kronenzeitung, hallo. Ich habe meinen Sohn gefragt, was ich dich fragen soll. Ja? Der war ganz von den Socken, dass er gehört hat, dass du nach Altach kommst. Ja? Der hat mir dann gleich Videosequenzen und alles Mögliche herausgesucht von dir. Also der hat da recherchiert ohne Ende. Und dann hat er gesagt, kannst du ihn fragen, wer war denn der beste Gegenspieler, den du je gehabt hast? Der beste Gegenspieler? Ich mag das immer, also ich kann es einfach beantworten, aber wie ihr merkt, ich will dann immer auch nicht die einfache Antwort auswählen, sondern die ehrliche. Und die ehrliche ist wirklich, dass es auch häufig an der Mannschaft liegt. Also ein Cristiano Ronaldo, wenn der bei irgendein Dorfverein spielt, ja, wo die Leute einmal in der Woche kicken. Das ist ein anderer Cristiano, also der bei Real Madrid oder Juventus spielt. Und für mich, ich hab auch, wenn ich in der Champions League ganz häufig gegen ihn gespielt und er war immer herausragend, das muss man auch einfach sagen. Und deshalb ist er für mich derjenige, der Spieler, der am schwersten zu spielen war, weil er eben ja, manchmal gefühlt 70 Minuten im Spiel gar nichts macht, da spaziert und man denkt sich, der hat heute keine Lust. Dann macht er einen Sprint, bekommt den Ball, schießt das Tor und das Spiel geht dann eben 1-0 aus. Also er konnte ganz alleine ein Spiel entscheiden und das ist schon bemerkenswert, vor allem auf dem höchsten Niveau, auf dem er das seit zig Jahren tut und auch mit der Arbeitsethik. Denn Nuri Sahin, ein Kollege von mir, hat ja auch jahrelang in Real Madrid gespielt und ihn live erlebt und hat dann auch erzählt, was das für ein Typ im Alltag ist. Und umso mehr hat er dann meinen Respekt verdient, dass ich dieses Ego diese egoistische Darstellung nicht positiv finde für die Vorbildungsfunktion, die er in der Gesellschaft hat. Das ist eine Sache, aber jetzt mal auf dieser rein sportlichen Ebene ist er für mich eben dieser Spieler. Die zweite Frage, die er mir gestellt hat, was war dein interessantestes Spiel in deiner doch schon langen Karriere? Schwierig zu sagen. Schwierig zu sagen tatsächlich. Vielleicht, ich habe jetzt auch mit den Kollegen mal gestern, vorgestern drüber gesprochen, weil sie dann auch fragen, ja, wie war es denn damals? Und der Fischer, der war auch beim Spiel gegen Malaga im Stadion und das war das Halbfinale oder Viertelfinale? Ich glaube Viertelfinale. Champions League, wo wir nochmal in der Nachspielzeit das Spiel gedreht haben. Also wir kommen erstmal ein und machen dann noch zwei und das war ja ein purer Gänsehautmoment. Da dachte man echt, das Westfalenstadion explodiert gleich, weil keiner das erwartet hat. Und das ist einer dieser Spiele, wo man, glaube ich, noch in 100 Jahren drüber spricht, weil der ganze Ablauf einfach legendär war. Gut, meine letzte Frage an dich. Wenn du, was ist für dich ein Erfolg in Altach? Wenn du jetzt die paar Monate da bist, was möchtest du am Ende sehen und was würdest du für dich als Erfolg bewerten?
Also einerseits für mich einfach zu beantworten, weil ich weiß nicht, inwiefern die Ziele bekannt gegeben wurden von dem Verein, und ich kenne das so, der Verein gibt die Ziele vor, ja, nicht jeder Spieler dann was anderes. Doch auf einer persönlichen Ebene, also einerseits, klar müssen wir Punkte holen und das, aber ich möchte tatsächlich, dass wenn ich gehen sollte im Sommer, und nicht mehr da bin, dass die Spieler von dem Ganzen auch profitiert haben, langfristig. Also, dass da ein Verständnis gewachsen ist für die Spieler, für bestimmte Aspekte, vor allem der Verteidigungsarbeit. Wenn ich auch aus den ein oder anderen Spieler eine Entwicklung heraus entwickeln konnte. Also, und damit möchte ich nicht sagen, dass ich das tue, sondern die ganze Mannschaft trägt dazu bei, und ich hoffe, dass ich eben meinen Beitrag dazu leisten kann. Das betrifft vor allem junge Spieler, die auch, ich glaube, ganz häufig selbst ihre eigene Größe gar nicht sehen. Ja, und manchmal muss man sie dahin führen, und das ist eine sehr interessante Aufgabe. Also auch unter diesem Aspekt sehe ich meine Arbeit hier. Und im Idealfall haben wir uns irgendwie dann auch noch für die Europa League Qualifikationsphase qualifiziert. Das steht ja auch im Raum, und das ist zwar ein hohes Ziel, aber ich glaube, das wäre die Krone, die wir uns alle aufsetzen möchten. Die auch greifbar ist. Ja? Zwar noch ein bisschen außer Reichweite, aber bis zu dem Entscheidungszeitpunkt, Ende der Saison, ist noch Zeit, liegen noch Punkte auf dem Tisch, und die möchten wir holen. Wenn wir das erreicht haben, dann sind wir alle, hängen uns in den Armen und freuen uns über diese Saison, die dann doch noch dieses krönende Ende gefunden hat. Danke. Neven, servus, hi, Florian Finkel von der Neue Freiburg Tageszeitung. Jetzt haben wir im Alltag nicht oft Spieler mit Champions League-Erfahrung oder sogar Champions League-Finalerfahrung. Was für Momente sind das für dich, so gerade im Emotionalen, in der Gefühlswelt? Was kannst du daraus vielleicht auch den jungen Spielern mitgeben? Ich glaube, es hilft, wenn man einmal gefühlte 10 Tonnen Druck auf sich hatte. Und das nicht nur in einem Spiel, sondern über mehrere Jahre verteilt, weil man natürlich, vielleicht geht das euch auch so in eurem Beruf, immer das Gefühl hat, ah, bei mir ist es gerade am schwierigsten. Ja? Und in diesem Fall, dadurch, ja, das gefühlt im Fußball dann natürlich, wenn du Champions League spielst, nochmal jeder Fehler eher bestraft wird, schon mal halbe Fehler werden direkt mit einem Tor bestraft. Damit umzugehen hilft schon, glaube ich, wenn man das eben teilt mit den jüngeren Spielern. Also einerseits, dass man weniger Fehler machen muss und dass es auch geht, selbst wenn man noch mehr Druck hätte. Weil häufig im Spiel, vor allem wenn es mal schlecht läuft, entwickelt sich bei manchen Mannschaften so ein Gefühl von Handlungsfähigkeit. Also man spielt und spielt, aber man ist nie im Spiel drin und man denkt, das wird sich nicht mehr drehen. Und ich hoffe, dass ich eben da auch meinen Beitrag dazu leisten kann, tatsächlich zu zeigen, vielleicht mit einer guten Grätsche oder mit einem guten Ball nach vorne oder einfach mit einer Mannschaftsleistung, zu der ich dann beitrage, dass sich das Blatt nochmal wendet. Also, dass wir nochmal trotz diesem ganzen Druck, trotz der Tabellenposition, auf der wir uns befinden, einfach sagen, wir befreien uns von diesen Störungsfaktoren, die jetzt gerade nicht hilfreich sind, sondern gucken, was können wir tun. Und was wir tun können, ist eben tatsächlich vielleicht da noch einen Meter schneller laufen, da nochmal eher nicht uns so in den Kopf greifen, wenn wir was verfehlen, sondern zurückgehen, da nochmal einen Meter kompakter stehen. Und durch das Aggregat dieser vielen kleinen Entscheidungen kann sich dann so ein Spiel wenden. Und vielleicht da noch der Vermerk, wenn junge Spieler Fehler machen, vor allem, ich glaube, sie sehen häufig, sie fühlen diesen 10-Tonnen-Druck auf sich gestellt und wissen nicht, damit umzugehen. Und ich glaube, da kann auch nochmal ein hilfreiches Wort sie davon
abbringen, aufs Negative zu denken und in das Positive reinzukommen. Denn für uns alle ist ja, wenn ein Fehler getan ist, nicht wichtig, wer den Fehler getan ist, weil der ist ja schon getan, sondern wie können wir das Rest des Spiels sehr positiv angehen und vielleicht auch, wenn diese Situation sich ergibt, jemand einen Fehler macht, wie kann er der Mannschaft jetzt zeigen, dass er wirklich für sie da ist? Ne? Weil diese Fragen stellen sich dann Spieler in solchen Situationen. Wenn du jetzt noch einen Vergleich ziehen müsstest zu Stationen vorher, BVB oder Union Berlin, wo würdest du da die Unterschiede zu Station STR Altach sehen? Also bisher bin ich nur 4 Tage da, deshalb kann ich von der sportlichen Ebene nicht viel sagen. Ich habe aber schon die Anlage komplementiert, also vor allem, weil ich auch gerne im Kraftraum bin und der Kraftraum ist auf einem sehr guten Niveau, das muss man sagen. Das Trainingsgelände an sich ist auf einem sehr guten Niveau. Der Rasen ist nicht ganz so wie beim BVB, ja, da können wir noch dran arbeiten, aber gut, es ist ja auch momentan Januar hoffentlich oder Februar mittlerweile, ne? Hoffentlich wird das dann noch ein Tacken besser, aber ansonsten braucht man zum Fußball nicht viel. Ja? So wie häufig, der ist die Frage, was man alles daraus macht. Eben, meine Frage bezieht sich darauf, ich habe jetzt, wenn ich ein bisschen über dich nachgelesen habe, traue ich mich zu sagen, du bist vielleicht ein Mensch, der manche Dinge sehr kritisch sieht, aber durchaus positiv durch das Leben geht. Ich weiß nicht, ob ich dich richtig eingeschätzt habe. Aber was du vorhin angesprochen hast, dieses Spiel gegen Malaga, da gab es diese gelbe Wand und jetzt gibt es leere Stadien. Das ist ein krasser Unterschied für einen Profi wie dich. Wie fasst du dieses Jahr jetzt zusammen in knappen Worten oder dieses Corona-Jahr, das uns beschäftigt und von dem wir immer noch nicht wissen, eigentlich ein Datum haben, wann es uns besser geht? Also ein wichtiger Faktor ist, dass für beide Mannschaften die Fans ausfallen, nicht nur für eine. Somit haben wir ein faires Spielfeld. So, alle können sich beschweren, dass das der Fall ist, doch im Endeffekt ist es auch der Fall für den Gegenüberliegenden. Ja? Und dann sind wir wieder auf Null. Trotz des Fehlen ist das dann ein fairer Umgang damit. Und das andere ist, für mich, was immer wichtig ist, ist Probleme zu erkennen, diese auch also zu identifizieren und auch zu analysieren und nicht so zu tun, als wäre alles gut, weil sonst wird es nicht besser. Also wenn man kein Problem hat, dann ändert man ja auch nichts. Und in diesem Fall gilt vielleicht noch ein dritter Aspekt, der hinzukommt, der für mich einfach wichtig ist, was kann ich ändern und was nicht? Weil mich aufzuregen über Sachen, die ich nicht ändern kann, kostet mich nur Kraft und bringt weder mir noch irgendeiner anderen Person etwas Positives. Deshalb lasse ich das. Sondern es gibt genug zu tun, ob beruflich oder privat, wo man die Zeit, Gedanken und auch Kraft dann noch investieren könnte. Alles klar, Neven. Dann sage ich mal vielen Dank. Wünsche euch alles ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche. Vielen Dank, Neven. Alles Gute. Bis bald. Vielen Dank auch an euch. Tschüss. Ciao. Ciao.